Moin Moin und herzlich willkommen. In diesem Video will ich euch einen ziemlich guten Trick zeigen für Warrior zum Leveln. Die Hamstring-Methode, Hamstring-Kiten, Hamstring-Trick oder wie auch immer. Funktionsweise von dem Trick ist einfach, man hat eine langsame Waffe, Gegner hauen schnell zu und man nutzt quasi den Slow aus von dem Hamstring, sodass man einen langsamen, starken Schlag von sich selber gegen einen schnellen, schwachen Schlag vom Gegner tauscht und dann schon wieder aus der Hitbox rausrennt, sodass die weiteren schnellen Schläge, die eigentlich folgen würden, einen nicht treffen oder gar nicht erst ausgeführt werden. Bedarf ein bisschen Übung, aber wenn man es erstmal drauf hat, dann ist das so schnell im Muskelgedächtnis, dass man da irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenkt und das automatisch macht. Man bringt also Kniesehne auf den Gegner, rennt wieder aus der Hitbox raus, rennt wieder rein, macht einen Schlag, wartet halt immer, bis die Waffe wieder ready ist. Dafür gibt es sogenannte Swing-Timer-Add-ons. Gibt verschiedene, nimmt einfach irgendeinen. Gibt aktuell in der Classic-Beta scheinbar noch einen Bug. Das ist ein Artefakt von dem aktuellen WoW-Client. Den haben sie ja von Legion genommen und dann einfach runtergestuft auf den Classic-Patch-Stand. Wie gesagt, da ist nur ein Artefakt mit drin. Wenn Gegner einen verfolgen, haben die eine höhere Range für ihre Attacken. Das heißt, das Kiting funktioniert dann nicht ganz so gut, aber ich gehe davon aus, dass es noch gefixt wird, weil das ist ein sehr wichtiger Bestandteil vom Classic-Leveln. Nicht nur für Warrior, auch für Hunter. Gut, das soll es schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.